Hallöchen und Fick und willkommen zu einer weiteren neuen Folge Craft Attack, in der ich mir sehr unsicher bin, was passiert. Denn Klim hatte mir über Silvesterfeiertage eine Sprachnachricht geschickt, in der er gesagt hat, so, yo, wenn du das nächste Mal spielst, dann nimm doch mal auf, bevor du online gehst. Und es haben mir einige von euch in die Kommentare geschrieben, dass irgendwas mit meinem Haus passiert ist. Und das werden wir jetzt gucken. Als allererstes, Freunde, ich wünsche euch ein frohes neues Jahr. Das ist das erste Video, was ich hier im neuen Jahr aufnehme. Ich bin jetzt wieder da, ich bin jetzt wieder zu Hause. Ich habe gestern, wenn alles geklappt hat, gestreamt. Und, liebe Freunde, ich habe einen neuen PC. Dazu jetzt aber mehr in der Folge. Erstmal gehen wir jetzt online. Es regnet. Es regnet. Nein, Clem, das hast du nicht getan! Das hat er nicht gemacht! Lieber Early, ich weiß, dass dein Haus immer wieder von anderen Leuten gesprengt wird. Das finde ich nicht okay. Ich bin dagegen und habe beschlossen, dir zu helfen. Ich habe dein Haus deshalb gut versteckt. Niemand wird es hier finden, daher wird es auch keiner mehr sprengen. PS, falls du nicht Early mal bist, Early hat kein Haus. Hier gibt es nichts zu sehen. Das hat er nicht gemacht! Heilige Scheiße, Alter! Holy fucking shit. Und er hat sogar dieses Häuschen hier oben drauf gebaut. Er hat sogar dieses Häuschen hier oben drauf gebaut. Da gucke ich jetzt aber erstmal rein, wenn da Fenster sind. Da sind keine Fenster. Ich habe Angst, dass wenn ich das öffne, okay, irgendwas gesprengt wird. Da hatte ich ein bisschen Panik vor. Hat er nicht gemacht. Hat er nicht gemacht. Hat er nicht gemacht. Hat er nicht gemacht. Holy fucking shit. Und wenn ich mich da jetzt reinbuddel? Okay. Er hat einfach einen fucking riesengroßen Berg, eine Höhle um mein Haus gebaut. Holy shit, ist das genius. Also ich muss ja sagen, einerseits finde ich die Idee genial. Ja, wahrscheinlich! Ja, wahrscheinlich! Bruder! Zeitgleich hat er mein Haus zu einer Monsterfarm umgebaut. Hier ist noch der Rest von Joecraft, den ich noch eben hier abbauen muss. Holy fucking shit, Alter. Hat er nicht wirklich gemacht. Wie lange hat er da bitte dran gesessen? Leute, wisst ihr das, wie lange er da dran gesessen hat? Schreibt es doch in die Kommentare. Holy shit. Ey, das glaube ich ja nicht. Weißt du, so, ich hab erwartet, weil viele geschrieben haben, dein Haus ist nicht mehr da. Und Klim aber gesagt hat, er hat mein Haus keinen Schaden zugefügt. Habe ich mir gedacht, okay, vielleicht. Und er hat gesagt, er hat dafür gesorgt, dass niemand mehr mein Haus sprengen kann, etc. Habe ich mir gedacht, okay. Why? Warum spawnst du genau vor meiner Nase? Habe ich mir gedacht, okay, vielleicht hat er ja mein Haus in Obsidian eingebaut. Und damit hatte ich jetzt gerechnet. Aber das ist gar nicht so. Er hat einfach einen fucking riesengroßen... Ey, ich muss nochmal rausgehen. Ich muss mir das nochmal von außen angucken, ne? Ich muss mir das nochmal von außen angucken. Holy fucking shit. Wie kreativ er dabei auch noch war! Er hat nicht einfach nur irgendeinen scheiß Berg da umzugebastelt, einfach nur einen Klotz, sondern einen richtigen Berg, der auch gut aussieht. Mit Dirt, Gras, allem drum und dran, Alter. Mit Bäumen, überall Bäume verteilt. Alter, wie lange hast du da drin denn bitte gesessen? Wochen? Und er hat mein Gartenhäuschen sogar oben drauf gesetzt. Ich glaub das nicht. Ich glaub das nicht. Ich glaub das nicht. Ich glaub das nicht. Hier unten wenigstens alles in Ordnung. Ja. Okay, ich gebe euch mal ein Update zu meinem Haus. Es ist jetzt über eine Woche her, dass ich zuletzt online war. So, der Keller, der ist ja inzwischen sehr gut ausgebaut, womit ich sehr zufrieden bin. Und ich habe auch mit dem, also hier, die Treppen sind schon da, allen rum und dran, so, hier, und so weiter. Dann haben wir hier mein Häuschen.
wo ich eigentlich... Ich bin jetzt komplett fertig mit dem Rohbau. Wir haben hier meine Fresse schon drin. Der Rohbau ist wirklich komplett fertig. Ich bin wirklich komplett fertig, außer das hier umzu. Das müssen wir hier irgendwie entfernen. Wahrscheinlich habe ich das vielleicht gestern im Stream gemacht. Vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Weil ich nicht allzu lange Craft-Tech gestreamt habe, wahrscheinlich. Ja, ansonsten habe ich alles hier verbaut. Die Garage steht. Hier ist noch keine Einrichtung drin. Ich weiß auch noch nicht, was hier reinkommen soll. Ja, ansonsten, das Aquarium müsste bald mit Wasser befüllt werden. Und ich habe angefangen mit der Einrichtung. Wir haben jetzt hier die Sitzmulde hier, wo man essen kann, chillen kann, whatever. Hier kommt dann eine Küche hin. Hier drüben haben wir, glaube ich, das Wohnzimmer. Hier kommt auf jeden Fall Kratzbaum hin, das habe ich richtig in Erinnerung. Ein und dran, aber ich bin auf jeden Fall gerade an der Einrichtung dran. Und ich habe auch schon hier die Ikea-Regale, ne, hier von Basti. habe ich hier auch mit hingebaut. Eine Frage habe ich, Leute. Wisst ihr, warum mein Bambus da nicht wächst? Muss der Zugang zum Himmel haben oder warum? So, dann haben wir hier die erste Etage, habe ich angefangen. Hier kommt auch Glas drunter und dann ist hier unten auch so ein kleines Aquarium. Hier geht es dann raus zu meiner Dachterrasse. Die ist aber noch nicht gebaut worden bis dato. Ich bin fertig. Vom Rohbau her bin sehr zufrieden damit. Und muss sagen, wir können die Einrichtung beginnen. Ich kann mit der Einrichtung fortfahren, weil er auch immer meine Tür geklaut hat. Wir können mit der Einrichtung fortfahren. Und hier kommt dann auch nämlich so ein kleiner Whirlpool, Jacuzzi. Irgendwas in die Richtung kommt da dann hin. Ja, ich bin zufrieden. Ich würde sagen, beschweren kann man sich da eher weniger. Und auch bei dem Troll von Klim beschweren kann ich mich da eher weniger. Also das ist wirklich ein richtig krank kreativer Troll, muss ich sagen. Wirklich kreativ. Also ich finde den sehr gut. Zeitgleich kommt mir halt in den Kopf, dass ich das alles wieder... Dass ich das alles wieder abbauen muss. Sollte mein Haus explodieren, ist Klimi da. Nein! Woo, Dead Reaction, Alter! Nein! Verpiss dich doch! Wo kommen die ganzen Creeper auf einmal her? Alter. Das war eng. Knapp. Sehr knapp und eng. Holy shit. Zweimal, okay, ein Creeper ist mir leider explodiert. Holy shit, Alter, ich habe mein Haus erfolgreich verteilt. Ja, Freunde, ich würde sagen, ich ziehe das jetzt nicht lange in die Länge. Es ist ein etwas kürzeres Video geworden. Ansonsten, Freunde, ich bin wieder zurück. Ab morgen geht's wieder voll und ganz los mit Videos. Craft Attack, ein und dran. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Ich wünsche euch, wie gesagt, ein frohes neues Jahr. Schön, dass ihr alle wieder dabei seid. Und ja, dann gucken wir mal im Stream heute Abend. Heute Abend werde ich auf jeden Fall auch wieder streamen, denke ich. Schauen wir auf jeden Fall heute Abend, was wir auf jeden Fall mal hinkriegen. Und, Freunde, da ich meinen neuen PC habe, habe ich fast vergessen. Dann mache ich demnächst einfach mal ein kleines Video, wo ich drüber quatsche. Ich bin sehr zufrieden mit meinem neuen PC und holy shit, ich habe so viel Leistung zur Verfügung und bin damit wirklich, wirklich, wirklich zufrieden. Das heißt, ich kann jetzt auch alle möglichen Spiele auf 60 FPS, 1080p, was weiß ich, streamen. Könnt ihr einschalten, würde mich freuen. Gibt keine Lags mehr. Und würde ich sagen, haut rein. Danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen oben da. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein.